Hallo und guten Tag beim trübe Tassenwetter. Es ist ziemlich grau draußen. Wir müssen wieder mit sehr viel Kunstlicht arbeiten. Heute geht es um das Thema ganz einfache Geschichte, aber es sind einfach Basics, die der eine oder andere vielleicht noch nicht kennt. Und von daher machen wir einfach mal ein solches Tutorial. Wie kann ich genau herausfinden, wer hinter einer DE-Domäne steckt? Ist so, ich sag mal, grundsätzliches Rüstzeug, was jetzt kommt, aber das muss man halt irgendwo auch mal ab einem gewissen Punkt gelernt haben und deswegen möchte ich das mit einem heutigen Tutorial einfach dokumentieren. Wie kann ich herausfinden, wer hinter einer DE-Domain steckt? DE-Domain ist klar, für jeden Internetadressierung www.infobroker.de ist eine DE-Domain, www.web.de ist eine DE-Domain. Und die ist auf jemand eingetragen. Und das kann ich über eine Registrierungsstelle, das ist nämlich der DENIC. Und der DENIC, der verwaltet die Domains in Deutschland. Es wird nicht über das Deutsche Patent- und Markenamt gefahren, verwaltet das Ganze und macht das Ganze auch suchbar. Und wie man also eine solche Abfrage durchführt, das ist, kann ich direkt schon sagen, relativ einfach. Das wollen wir uns jetzt im Tutorial angucken. Wir wollen heute auf die DE-Domains gucken und dafür zuständig ist die sogenannte DENIC-Stelle, Domainregistrierungsstelle für Deutschland, hat nichts mit dem deutschen Patent- und Markenamt zu tun und hier nennt sich das Ganze Domain-Abfrage. Wir werden das Ganze noch für andere Domains durchführen und der eigentliche Begriff hierfür ist Whois. Also das hat man jetzt hier eingedeutscht mit Domain-Abfrage und das geht relativ einfach, indem man also hier die Domain eingibt. Und wir nehmen einfach mal die Domain zalando.de und schicken das Ganze ab. Und dann steht hier, dass die Domain bereits registriert ist. Und wenn wir dann hier das Capture eingegeben haben, das ist aus Sicherheitsgründen, damit hier keine Massenabfragen getätigt werden, dann sehen wir, wer hier hinter der Domain steht, wer die administrativen und technischen Ansprechpartner sind. Und man kann hier auch etwas über das Netzwerk und den entsprechenden Provider herausfinden. Also es ist eine relativ einfache Geschichte. Sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass hier oben rechts eine Lupe steht, sondern zentraler Punkt ist hier die Domain-Abfrage. Und die geht beim DENIC auch nur für die deutschen Domains. Das soweit zur Domain-Abfrage. Ja, wofür braucht man sowas? Das ist zum Beispiel bei rechtlichen Auseinandersetzungen unheimlich wichtig, um nachzugucken, wer wirklich hinter einer Domain steckt, um eine entsprechende Adressierung und eine Zustellung unter Umständen durchführen zu können. Das ist im journalistischen Umfeld mit Sicherheit nicht uninteressant, um einfach Hintergründe zu recherchieren, wer steckt hinter einem bestimmten Internetangebot, weil es kann ja zum Beispiel mal vorkommen, dass es auf der Webseite kein ordentliches Impressum gibt. Ja, und dann ist man einfach genötigt, mal hinter die Domain zu gucken. Also das sind so verschiedene Ansätze, die man dafür einsetzen kann. Warum sollte man hinter eine DE-Domäne zum Beispiel schauen? Fragen zum Thema? Gerne in den Kommentarbereich. Eine Sache ist versprochen, wir werden auf jeden Fall noch Tutorials zu anderen Domain-Typen machen. Es bleibt nicht nur bei der DE-Domain. Wir werden das Ganze natürlich noch ein bisschen steigern und welche Suchsysteme da eingesetzt werden können. Viel Erfolg bei der Recherche und bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.